Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Börse live zum Handelsschluss in Frankfurt. Wieder mal war der Tag geprägt von Unsicherheit und diesmal konnte der DAX sich auch zum Handelsschluss nicht mehr in den positiven Bereich bewegen. Gestern ging das ja um einen Punkt. Und wir haben heute noch gesehen in den USA Konjunkturdaten. Zum einen waren es die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und das BIP haben wir gesehen. Das BIP im Grunde so wie erwartet, aber doch schwächeres Wachstum und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die sind überraschend gesunken. Also man dachte eigentlich, dass man hier einen Anstieg erwartet, aber das kam eben dann nicht. Vom Häuserverkauf, vom Häusermarkt kam auch noch was, nämlich da haben wir Daten bekommen, die nicht ganz so positiv waren, aber dafür gab es gestern ja schon positive Daten eben aus diesem Bereich. Und ja, wir sind also gespannt in den USA, allerdings positive Vorzeichen, nämlich der Dow steht bei 15.322 Punkten, momentan ein Plus von 0,32%. Wie gesagt, den DAX hat es eben nicht wirklich beeindruckt, aber damit gucken wir jetzt eben zur Börse in Frankfurt zu Mick Knauf. Den Live-Bericht von der Frankfurter Börse präsentiert Ihnen Biotherm Om. Ja, Mick Knauf in Frankfurt. Gestern gab es diesen einen Punkt im Plus, den es dann heute scheinbar, der uns heute verwehrt geblieben ist, auf jeden Fall. Deswegen wollte ich gerade mal Platz machen, damit wir den Blick mal auf die DAX-Tafel haben. Gestern haben wir einen Plus gemacht, heute machen wir einen Minus. Naja, schauen wir mal, wie das so weitergeht. Na, wir warten natürlich logischerweise noch auf Deutschland, halt eben, wer mit wem koaliert und vor allen Dingen natürlich auf die Haushaltsdebatte in den Vereinigten Staaten. Wie es da de facto weitergeht, wie sich Republikaner und Demokraten dann wahrscheinlich mal wieder auf die letzte, allerletzte Minute, Sekunde einigen werden. Ja, also heute, wie gesagt, ein Pünktchen runter, aber ich denke, dass das auch nicht so gravierend ist. Morgen Freitag, da müssen wir schon ein bisschen eher aufpassen auf Gewinnmitnahmen, weil der Markt hat eben letzte Woche gar nicht schlecht gelaufen ist. Aber wir sehen ja, der Markt hält und will sein Niveau halten. Er wartet nur auf halt eben die notwendigen Kaufanreize, auf Kaufimpulse, auf Kraft, wo er dann sich dementsprechend dann auch entscheiden kann und sagt, okay, jetzt haben wir einen Grund, ordentlich nach oben zu laufen oder wir haben jetzt einen Grund, ordentlich nach unten zu konsolidieren. Und beides haben wir momentan überhaupt nicht. Das heißt, er liegt also ganz klar in der Waage und weiß noch nicht so richtig, wohin er sich entscheiden soll. Schauen wir mal zu Handelsschluss auf die größten Gewinner, auf die größten Verlierer, Melanie. Naja, da hat sich nicht mehr allzu viel getan. Deutsche Telekom heute on the top. Ja, da hat man das Mehrjahreshoch bei 10,71 geknackt und genommen. Die Aktie ist seit ein paar Tagen über der 10-Euro-Marke. Ja, schon ein komischer Anblick, weil ansonsten liegt sie immer zwischen 8 und 9,10 €. Haben wir da lange nicht mehr gesehen. Na gut, heute 2,2%. Also scheint man dem Telekommunikationssektor dann doch noch einiges zuzutrauen. Erholungen auch bei der K+S, aber die kommt trotzdem noch nicht über die 20-Euro-Hürde drüber. RWE mit Erholungstendenzen, Münchner Rück. Und gestern haben wir ja Christoph Franz schon gehört, den scheidenden CEO-Vorstandsvorsitzenden bei der Lufthansa, der klar gesagt hat, wir müssen weiter sparen. Aber aktuell sieht man noch nicht, dass man sich unbedingt als Partner mit den Emirates direkt vereinigen sollte. Nein, das hat noch Zeit, aber man spricht miteinander. ThyssenKrupp etwas leichter. Ja, gestern hatten wir die gute Nachricht. Savian, der Finanzinvestor, steigt ein. Ja, das befreit natürlich so ein bisschen von dem Gedankengang, dass man hier jetzt de facto eine Kapitalerhöhung brauchen könnte oder müsste. SAP und Volkswagen etwas leichter. Deutsche Bank gibt auch noch ab und die Allianz. Ja, heute in den Vormittagsstunden lagen beide Banken tief. Commerzbank und auch Deutsche Bank. Deutsche Bank anzuschein, hat es ja gesagt, der Co-Vize-Vorstand, dass das Investmentbanking im dritten Quartal unter Vorjahresniveau liegen könnte und dass man vor allen Dingen einiges ins Sparschwein schweißen muss. Das heißt, also Rückstellungen tätigen muss für Rechtsstreitigkeiten, die da noch kommen könnte. Ob man nun dementsprechend Schäden bezahlt, Schadenersatzansprüche dann ausgleichen muss oder halt eben größere Kanzleien bedienen muss. Ja, die paar Rückstellungen hätte ich auch gerne in mein Sparschwein auf jeden Fall. Ja, dein größeres Schwein. Dann sage ich erstmal vielen Dank an die Börse in Frankfurt und noch einen schönen Feierabend nach Frankfurt. Den Live-Bericht von der Frankfurter Börse präsentiert Ihnen Biotherm Om. Ja, und damit wollen wir noch an die Börse in New York schalten, zur Wall Street, zu meinem Kollegen Manuel Koch. Manuel, es hat sich ein Notenbanker geäußert, Jeremy Stein, und der hat gesagt, man sollte die Anleihenkäufe an die Jobentwicklung koppeln. Und da gab es ja heute die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und das sah ja doch positiv aus, nämlich gesunken, überraschend gesunken. Man hatte mit einem Anstieg gerechnet. Also das hat den Dow beeindruckt oder nicht?
Ganz genau. Und der Markt ist ins Plus gegangen. Wir sind jetzt auch 0,3% im Plus bei 15.313 Punkte. Die US-Notenbank hat ja von Anfang an auch gesagt, dass der Arbeitsmarkt besonders wichtig ist. Und deswegen hat man die Politik, die expansive Geldpolitik auch an die Arbeitslosenquote mitgekoppelt. Aber man hat auch ein bisschen das wieder zurückgenommen und hat gesagt, dass wenn man eine stabile Erholung sieht, dass das ein Grund wäre, eben die Maßnahmen zurückzuführen. Sehen wir die momentan? Wir sehen zumindest eine leichte Erholung, aber die muss sich noch ein wenig als stabiler erweisen. Und so lange wird die US-Notenbank vermutlich noch nicht ihre expansive Geldpolitik zurückführen. Zweites großes Thema ist dann der Haushaltsstreit in Washington. Am Montag ist praktisch die Frist zum 1. Oktober dann ausgelaufen. Und so lange haben die Politiker von Demokraten und Republikanern noch Zeit. Aber wenn ich hier mit den Händlern auf dem Parkett spreche, dann sagen die, wir erwarten eigentlich, dass die Frist verstreichen wird ohne eine Lösung und dass man nicht in letzter Sekunde, sondern erstmal noch über diese Frist rübergeht. Jack Lew, der amerikanische Finanzminister, hat ja gesagt, bis 17. Oktober hat man noch Geld. Danach wäre man zahlungsunfähig und die Ratingagentur Moody's droht auch schon mit Konsequenzen. Also da sehen wir, der Fall ist dann doch ernst. Trotzdem, die Märkte reagieren noch nicht panisch. Man lässt sich da noch Zeit, denn man weiß, die US-amerikanische Politik, die löst alles auf den letzten Drücker. Genau, und das hatten wir ja auch schon mal. Also ich erinnere mich, da hatten wir auch so kurz vorher immer noch dann doch die schlussletztendliche Lösung bekommen. Also ich denke mal, darauf kann man vielleicht dann auch bauen. Aber wir wollen natürlich auf die Unternehmen noch schauen. JP Morgan war heute im Blick und ist Gewinner auf jeden Fall im Dow. Ganz genau, mit etwa 0,2% ist die Aktie im Plus und Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, wird mit den US-Behörden sprechen über die ganzen Verfahren, die es da gibt. Jetzt sind Summen im Gespräch von bis zu 11 Milliarden Dollar. Das wäre natürlich ein ordentlicher Scheck, den man da ausstellen müsste. Auf der anderen Seite will die Bank so schnell wie möglich alles vom Tisch haben, alle Altlasten loswerden. Auch fürs Image ist das wichtig. JP Morgan war ja einmal die Prestige-Sauber-Bank hier in den USA und das Image hat dann doch darunter gelitten. Wir schauen außerdem auf die Facebook-Aktie. Die Aktie ist über die 50-Dollar-Marke gegangen, fast mit 2% heute im Plus. Also wieder ein guter Tag für Facebook. Und wir schauen auch auf Dell. Michael Dell wird das Unternehmen übernehmen und die Übernahme soll bis Ende Oktober spätestens abgeschlossen sein. Außerdem schauen wir noch auf T-Mobile und BlackBerry. Das US-Telekommunikationsunternehmen wird die Smartphones aus den Läden verbannen, aber wer möchte, kann sie dann immer noch online kaufen. Und wir schauen noch auf Twitter. Dort wird man einen Notfallnachrichtendienst für Katastrophenfälle einrichten. Das heißt also, das Rote Kreuz oder auch hier in den USA der Katastrophenschutz könnten dann Alarmnachrichten über Twitter an die Bevölkerung raussenden. Und ich glaube, Nike auch noch, das hatte Mick Knauf auf jeden Fall auch schon erwähnt, mit Zahlen zum ersten Quartal. Und die sollten doch positiv sein, oder was erwartet man hier? Ja, wir erwarten, dass Nike einen Gewinn aufweisen wird. Und dass dieser auch sich doch wieder ein wenig erholt hat, nachdem man ja immer mit dem europäischen Konkurrenten Adidas im Clinch liegt. Und ansonsten schauen wir dann morgen auch noch auf die persönlichen Einkommen und persönlichen Ausgaben. Und die Ausgaben, die sind so wichtig, weil die dann auch für das Bruttoinlandsprodukt wegweisend sind. Und wir schauen noch auf den Verbraucherpreisindex und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan kommt auch noch. Dann hoffen wir, dass wir auf jeden Fall positive Vorgaben morgen in den Handelsstadt bei uns hier in Deutschland haben. Erstmal noch einen schönen Gruß nach New York. Ja, und damit wollen wir natürlich noch ein Tagesfazit ziehen. Also ein Minus von einem Punkt am Markt haben wir auf jeden Fall jetzt mit im roten Bereich schließen müssen. Und was gab es den Tag über? Da wollen wir natürlich drauf blicken, auf den Handelstag mit Andreas Wolf und er ist Chefredakteur vom DAX Bulletin. Ja, ein Punkt im Minus sind wir heute geschlossen, aber man kann auf jeden Fall sagen, die Unsicherheit am Markt scheint irgendwie zu überwiegen. Was erwarten Sie denn in den nächsten Wochen noch vom Leitindex, Herr Wolf? Ja, schönen guten Abend. Naja, was kann man groß von einem Index erwarten, der sein altes Allzeithoch in diesem Jahr nach mehreren Anläufen über ein Jahrzehnt hinweg wirklich überzeugend gebrochen hat. Also ich gehe mal davon aus, dass DAX zu einer richtigen Jahresendrallye ansetzen wird.
Dabei wird er allerdings im Oktober ein bisschen sich schütteln und rütteln, muss man so ausdrücken. Das kann schon nochmal sein, dass er vielleicht sogar bis auf diese 8.151 Punkte kurz nochmal zurückkehrt. Das ändert aber dann eben nichts an der Tatsache, dass er zum Jahresende irgendwo im Bereich zwischen 9.000 und 9.200 Punkten stehen wird. Wir jammern ja auch immer auf hohem Niveau, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Die Deutsche Telekom war heute an der Spitze bei den DAX-Werten. Seit Anfang des Monats legt die Aktie zu. Welche Perspektiven sehen Sie denn hier noch? Die Telekom ist eigentlich momentan ein bisschen mehr so ein Wert, der mitgerissen wird. Das geht so ein bisschen auch aus von diesem Deal Telefonica, Telekom Italia.